Diese Instagram-Story von Christian Wolf hat mich echt schockiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist der Vitamin D-King. Und bevor wir uns gleich gemeinsam die Insta-Story von Chris anschauen, mein Name ist Benjamin Hess und ich wurde von den beiden besten Vitamin D-Ärzten aus Deutschland ausgebildet. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt los. So, ich blende jetzt hier die Instagram-Story von Chris ein, ja, und nutze halt nebenbei mein iPad. Also erstmal, Chris meint es bestimmt nicht böse, daher bitte nicht in den Kommentaren beleidigen. So, Chris hat hier eine Frage bekommen von einem Zuschauer. Kann es wirklich sein, dass Knochenzahn nachwächst durch Kapseleinnahme Vitamin D? Jetzt antwortet er, ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht ganz. Sollte dir ein Zahn fehlen und du erhoffst dir mit Vitamin D, dass dieser nachwächst oder ein Stück davon? Nein, das wird nicht passieren. Ich sage ja ganz klar, Ursachenbekämpfung, dazu kommt gleich eine fette Studie. Ist es generell so, dass Vitamin D und Knochen aber einen kausalen Zusammenhang haben? Ja, definitiv. Ja, da stimme ich zu. Das ist aber vor allem für die Osteoporose-Vorbeugung wichtig und weniger für die Zähne. Ganz klar falsch, denn wir schauen uns jetzt diese Studie an. Ein Mangel an Vitamin D führt zu einer verminderten Knochenmineraldichte in Osteoporose, dem Fortschreiten von Parodontalerkrankungen und verursacht eine Resorption im Kieferknochen. Darüber hinaus ist Vitamin D wichtig für den Knochenstoffwechsel, die Resorption des Alveolarknochens und die Verhinderung von Zahnverlust. Die Analyse der Literatur zeigt, dass Vitamin D eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung gesunder Parodontal- und Kieferknochengewebe, der Linderung von Entzündungsprozessen, der Stimulierung der postoperativen Heilung von Parodontalgeweben und der Erholung klinischer Parameter spielt. Also doch noch wichtig für die Zähne Vitamin D. Sorry. Weiter geht's. Es gibt sogar Studien, die versuchen zu berechnen, wie viel Geld wir uns sparen würden, wenn wir früher in eine Vitamin D- und Calciumversorgung investieren. Vitamin D ja, Calcium nein. Also, ganz fatal, denn je höher der Vitamin D-Spiegel wird, desto weniger Calcium brauchen wir. Denn Vitamin D ist der Big Boss vom Calcium und reguliert den Calciumhaushalt. Und wenn wir jetzt noch extern noch voll viel Calcium reinballern, ja, dann ist es wahrscheinlich, dass wir an einer Hyperkalzämie erleiden. Daher bitte nicht tun, über die Ernährung flexibler, ne? Ich beweise das, ich blende jetzt hier meinen Vitamin D-Spiegel ein, 145 Nanogramm pro Milliliter und mein Calciumwert ist auch okay.